Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Veloz-Kanal zur weiteren Folge F1 2021. Und ja, was war das für ein letztes Rennen in Frankreich? Unglaublich stark gefahren. Wir haben es fast geschafft, einen Punkt zu holen. Und dann diese letzte Runde. Ocon hat uns überholt, dann der Dreher. Und alles war mehr oder weniger kaputt. Das war so ein Wahnsinnsrennen. Ich habe es ja auch noch mal in der Bearbeitung gesehen. Und oh Mann, ey. Ich habe mich da fast noch mehr geärgert als zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufgenommen habe. Auf jeden Fall jetzt hier in Österreich. Einmal hier, ihr seht es in der Entwicklung, wir sind aktuell das schlechteste Team, weil unsere Updates noch nicht da sind. Sobald die da sind, sind wir wieder über den Haas anzusiedeln und ungefähr auf Alfa Romeo Niveau. Das heißt, in diesem Rennen wird es sehr, sehr schwierig, weil wir hier halt nominell das schwächste Auto von allen haben. Aber wir gucken einfach mal, was möglich ist. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Startaufstellung und gucken mal, was hier in Österreich so möglich ist im Rennen. Jetzt hier die Startaufstellung. Ich habe ja auch vorhin den Grand Prix in Silverstone angeguckt. Bottas wieder mal stark. Verstappen ja diesen heftigen Abflug gehabt gegen Hamilton. Da darf man ja auch geteilte Meinung sein. Boah, was sind das für Abstände, ey. Vettel, Gasly und Lance Stroll. Tsunoda, Giovinazzi, Kimi Räikkönen. Mazepin 14. Was? Fernando Alonso, Russell. Wieso ist Mazepin 14.? Er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Esteban Ocon. Ein Wagen des neuen Teams, Mick Schumacher, Giotto und Nicolas. Also ich bin sehr zufrieden, dass wir 19. geworden sind, dafür, dass wir nominell das schwächste Auto haben, um ehrlich zu sein. Rennstrategie. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Zweimal Soft, einmal Medium. Ich würde es tatsächlich ein bisschen anders machen. Ich würde mit Soft starten, dann auf Medium gehen und dann nochmal mit den Soft am Ende. Was weiß ich, hier 11 Runden. Danach auf Medium bis Runde 25, also 14 Runden ungefähr und dann nochmal auf Soft. Ich denke, das gefällt mir besser, dass wir gegen Ende heraus nochmal richtig Gas geben können. Ja, 37 Runden so knapp, Benzin mitnehmen. Mal gucken, was möglich ist. Es wird auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, wir haben nominell den schlechtesten Wagen, aber ich hoffe, dass ich fahrerisch ein bisschen was rausholen kann. Wir werden natürlich in dieser Folge höchstwahrscheinlich nicht wieder um Punkte mitkämpfen. Da müssen wir realistisch sein. Aber mal gucken, was möglich ist. Let's go. Ein Ferrari auch vor uns, auch crazy, ne? Oh, schöner Start. Sehr schöner Start. Aber Giotto scheint sogar noch besser zu starten. Hat einen kritischen Punkt erreicht. Wenn der Motor überhitzt, haben wir ein Problem. Also behalte die Temperatur. Oh, schön. Ja, auf jeden Fall haben wir schon mal MGUK-Probleme. Verwarnung, Kollision, okay. Boah, da hatte Russell versucht zuzumachen. Gelbe Flagge. Boah, Mazepin hier stark. Nee, das ist nicht Mazepin, das ist Ocon. Ordentlich Action hier in der ersten Runde. Esteban Ocon jetzt vor uns. Der hat uns ja im letzten Rennen so traurigerweise überholt, dass wir eben keinen Punkt geholt haben. Boah, ein bisschen weit rausgekommen. Beziehungsweise eben ein bisschen zu weit innen gewesen. Ja, wir versuchen mal an Ocon dran zu bleiben, bis der DRS auch aktiviert ist. Was war das denn? Da hat sich der Ferrari, glaube ich, weggedreht. Ja, es ist Sainz, der sich da gedreht hatte. Ich bin froh, dass ich nicht gegen Ocon geflogen bin. Okay, alles klar. Da habe ich gut reagieren können. Klar, Mazepin hat mich überholt, aber das ist doch das kleinere Übel. Russell und Ocon kämpfen. Also hier ist richtig viel Action in Österreich in den ersten Runden. Aber ihr seht ja auch schon, wir können da eigentlich geschwindigkeitsmäßig nicht so wirklich mithalten. Giotto kämpft da mit Alonso. Boah, aufpassen. Ocon wird überholt. Ziemlich abgenutzt. Versuch so selten wie möglich zu schalten. Ja, Getriebeprobleme, MGUH. Komm hier schön raus, Ocon haben wir.
ohne DRS. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Ocon kontert nochmal. Du kannst DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. 16. Platz. Mazepin würde ich gerne noch holen und Russell. Ist auf jeden Fall stark, wie Mazepin hier fährt, muss man sagen. Dass er so viel stärker als Schumacher auch ist. Ah, ich habe aus Versehen DRS gar nicht aufgemacht. Fail. Man sieht hier richtig, wir sind so die Hinterweltler-Teams. Also Russell, Mazepin und Co. Und danach ist eine riesige Lücke da vorne. Alonso ist eine Sekunde hinter uns. Ein paar Infos zu Russell. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und deshalb langsamer. Mazepin, Alter. Aber egal, Russell hat Probleme mit seinem Wagen. Stark, Mazepin überholt. Ich will mal wissen, was er hat. Ist Russell, gut hier seine Platzierung. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Wir fahren mit neuen Weichenreifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 9,0. Du holst 3 Zehntel pro Runde auf. Gute Arbeit. Über außen. Ja, Russell verteidigt sich. Ich bin hier jetzt schneller. Oh, gefährlich. Russell hat sich gut verteidigt. Ja, noch geschafft. Das war übel. Das war eng. Aber wir haben es geschafft. Schönes Manöver gegen Russell. Und jetzt, oh, die Alphas sind ziemlich weit weg. Schon 4 Sekunden. Bei dir sieht das so einfach aus. Ach, zu weit raus. Mazepin jetzt hinter mir, übel. Oh, Überholknopf, ich fahr Kampflinie. Naja, Mazepin hat den viel schnelleren Wagen. Trotzdem bin ich hier innen. Hart, aber fair, komm. Und ich hab DRS. 14. Platz wäre wahrscheinlich wirklich das Maximum, was man holen kann. Alonso macht langsam auch Druck. Mal gucken, ob wir uns vielleicht ein bisschen absetzen können. Wobei ich nicht glaube, dass wir Alonso hinter uns halten können. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,4 Sekunden. Ich glaube echt so Position 14, vielleicht eher 15 ist das Maximale, was heute geht. Weil einen Alonso wird man langfristig nicht hinten halten. Eigentlich auch einen Ocon nicht. Aber wir schauen mal, was geht. Mazepin haben wir 1,4 Sekunden schon knapp gegeben. Also das läuft. Aber Alonso ist halt dran. Ocon ist jetzt auch am Mazepin vorbei. Okay, jetzt kommen die natürlich langsam alle. Ocon hat ein bisschen gebraucht, um in dieses Rennen reinzukommen. Aber jetzt ist er eben mit dabei. Und die Alpine, das ist mir schon klar, die werde ich auf lange Sicht nicht halten können. Vor allen Dingen, wenn unsere Softreifen so langsam irgendwann den Geist aufgeben. Oh, zu weit außen. Alonso war da jetzt sehr, sehr nah dran. Oh, bitte überhol nicht hier. Versuch's nicht hier. Ich musste auf sehr weit außen fahren. Das war gefährlich. Okay, du hast eine Position verloren. Bleib am Ball. Dafür habe ich jetzt DRS. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,3 Sekunden. Ja, ich bleib vorne und wieder DRS. Und Ocon könnte ihn jetzt überholen, ist Nutznießer, ja. Also diese ersten 7 Runden Action pur.
Oh, verbremst. Aber es geht noch. Kurvenausgang noch bekommen. Es ist halt wirklich so ein Kampf hier, ne? Um jede Position. Ich rechne ja damit, dass die Alpines mich irgendwann haben. Aber wenn ich dann vor Mazepin und Co. bleibe, dann bin ich sehr zufrieden. Wenn ich am Ende des Rennens, also 16. werde, dann ist alles cool. Beide Haarschlangen, beide Williams-Schlangen und den Teamkollegen. Kommen wir gut weg. Ja, 16. das ist gut. Damit halten wir Alonso erstmal hinter uns. Vor uns beträgt 7,1 Sekunden. Hier war irgendwo eine gelbe Flagge. Grüne Flagge. Jetzt grün. Ocon hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Letzte Rundenzeit lag bei 1,9. Stroll ist raus. Ein paar Infos zu Stroll. Sie ziehen sich aus dem Rennen zurück. Kein Safety Car wieder, oder was? Es gibt echt nie einen Safety Car, ne? Ich hab's ja jetzt schon auf erhöht gestellt. Boah, zu weit, ja. Aber alles noch im tolerierbaren Rahmen. Ich sag mal so, nach vorne wird in diesem Rennen nichts mehr gehen. Wenn ich noch mehr ausfallen, hier habe ich zu spät gebremst. Jetzt brauche ich den Überholknopf. Ah, Ocon, können wir fernhalten. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Ah, Ocon könnte mich jetzt theoretisch kriegen. Aber ich bin schnell genug, ich kann mich verteidigen. Das freut mich natürlich. Boah, jetzt hier ein bisschen quer gestanden. Ich glaube, bisher werde ich keine Minute rauscutten, weil es ist halt einfach ganz Zeit spannend, ganz Zeit Action. Wir schauen mal. Ich meine, ihr würdet, ich hoffe, ihr habt da nichts gegen, wenn es etwas länger ist. Aber wenn es halt nicht zu cutten gibt, warum sollte man? Hier komme ich eigentlich immer ganz gut weg hier von unserem Hintermann. Da bin ich eigentlich immer relativ ordentlich unterwegs. Keine Reifenprobleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren. Ah, Ocon ist hinter dran. Ist hinten dran. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,8 Sekunden. Ja, KI bleibt fair, das ist schön. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,5 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Er ist auf Rang 20. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 10,2. Sainz kommt auch langsam voran. Den habe ich schon ganz im Rückspiegel gesehen. Und Ocon wieder hier am Angreifen. Ricciardo mit einem Boxenstopp, obwohl er hart fährt. Das macht für mich keinen Sinn. Gasly auch in der Box, okay. Aber warum war bitte Ricciardo in der Box, wenn er hart gefahren ist? Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. Oh, Verbremser. Oh, musste ich hart bremsen. Trotzdem bin ich erstmal noch vor Ocon. So,
Was macht Ocon da? Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein. Aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Wir ziehen eine alternative Strategie. Ich nehme eine Rückblende. Sorry, Leute, aber das fuckt mich gerade zu sehr ab. Das war gerade zu dumm. Jetzt verbremse ich mich da, okay. Die Karosserie hat ein bisschen... Komm, mein Fehler. So. Oh, Dicker, ja, jetzt hast du auch Pech gehabt. Ganz ehrlich, dann hat er jetzt Pech. Das virtuelle Safety Car wurde eingesetzt. Fahr langsamer und behalte ein positives Delta. Es gab einen Zwischenfall mit vielen Trümmern auf der Strecke. Vollidiot. Vollidiot Ocon. Vollidiot. Los geht's. Ich hab's zwei, dreimal probiert. Zwei, dreimal. Okay, hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Wir haben jetzt natürlich schon einen Vorteil, muss man auch sagen, wegen dem virtuellen Safety Car. Da haben wir ordentlich Zeit gewonnen. Ob uns das jetzt viel bringt, weiß ich nicht. Aber Ocon auch absolut rücksichtslos. Aber mal gucken, wir fahren jetzt auch einfach. Ocon vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,8 Sekunden. Fahr mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 11 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stopps machen werden. Der Frontflügel des Wagens vor dir ist deutlich beschädigt. Er muss zur Reparatur an die Box. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,20,7. Luca kommt in die Boxengasse. Giotto jetzt in der Box gewesen. Okay. Wir sind auf Platz 15. Klar, Ricciardo ewig weit vorne, hinter uns ist Schumacher. Aber ich denke, das ist eine gute Position, wo wir uns jetzt befinden. Damit kann man, denke ich, erstmal zufrieden sein. Mal gucken, ob wir den Abstand so auf Schumacher halten können. Alonso in der Box, mal gucken, ob wir vor Alonso bleiben und dann eben vom Virtual Safety Car profitieren konnten. Oh ja, selbst Schumacher ist vor ihm. Okay, also Alonso hat auch richtig verloren. Der kann sich bei seinem Teamkollegen bedanken, Alonso, dass der ihm sein Rennen auch ein bisschen kaputt gemacht hat. Der Abstand zum Vordermann beträgt 11,5 Sekunden. Und wir vergrößern den Vorsprung vor Schumacher auch gut. 2,2 Sekunden so ungefähr. Es macht sich halt echt bemerkbar, dass wir den schlechtesten Wagen haben. Eigentlich fahre ich gar nicht so übel, aber Schumacher ist einfach der Schnellere. Noch schlimmer ist halt, dass Alonso auch kommt. Den werden wir halt um keinen Umständen wirklich aufhalten können. Bei Schumacher wird es ein sehr harter Kampf. Auch er mit Vorteilen wie Mick. Einfach aufgrund des Wagens. Ah, Platz 16 wäre am Ende auch nicht so übel, ne? 15 wäre noch besser, wenn wir Schumacher hinter uns halten könnten. Bei Alonso glaube ich da halt nicht dran. Das wäre schon der Wahnsinn, wieder mal einen Alpine zu schlagen. Ja, ich glaube auch jetzt überholt er den Schumacher vielleicht, wobei der jetzt natürlich auch DRS da wegen uns hat. Das könnten wieder einige Runden voller Kampf werden. Ich werde mich nicht kampflos ergeben. Das Letzte, was ich tue. Na, er kommt nicht so. Ja, jetzt kommt er langsam ran. Wichtig, hier jetzt rauszukommen. Gut, sehr schön. Da kam Schumi nicht so gut raus. Er muss jetzt eher nach hinten gucken. Er wiederum kann sich natürlich verteidigen, weil er DRS hat.
Das ist halt auch übel für Alonso, ne? Der könnte Schumacher überholen, aber nicht, wenn der seinerseits DRS hat. Österreich übrigens auch eine Strecke, die ich echt mag. Echt ein geiler Kurs. Muss man ja auch mal erwähnen. Oh, zu weit rausgekommen, zu weit rausgekommen. Das war nicht gut. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 6,2 Sekunden. Es sind knapp 3/10. Jetzt gibt Schumi Gas. Jetzt gibt er richtig Gas. Wir fahren Kampflinie. Wir lassen ihn so ein bisschen einfach den Platz ausgehen. Ich bin in. Das heißt, ich kann das machen. Das ist kein Problem. Ich weiß, in der modernen Formel 1 gibt es dafür manchmal auch Strafen, was manchmal kompletter Schwachsinn ist. Aber so ist das halt. Der innen ist, kann den anderen natürlich so ein bisschen rausdrücken. Jetzt natürlich nicht aggressiv, aber man kann ihn in Anführungsstrichen den Platz ausgehen lassen. Das ist für mich vollkommen legitim, um ehrlich zu sein. Und sollte nicht bestraft werden. Wie es in der realen Formel 1 manchmal ist, wenn die Stewards halt so ein bisschen pingelig sind oder halt überstreng sind. Aber wenn du außen bist, es soll ja schon den Nachteil haben von außen überholen, beziehungsweise das macht es ja so extra schwer, weil der von innen kann sich halt besser verteidigen. Sonst macht es ja keinen Sinn mehr so. Und das werden wir tun. Runde um Runde. Ich werde immer wieder Kampflinie fahren und immer wieder versuchen, ihn den Platz wegzunehmen. Immer genug Platz lassen. Absolut, ich bin für hart, aber faires Verhalten. Zum Beispiel hier, ich kann etwas später bremsen, denn ich bin innen. Und da hat Mick dann eben keine Chance mehr. Solange wir so verteidigen, ist alles gut. Ob das jetzt für unser Renntempo das Beste ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber hier geht es um Position. Und 14. Platz ist halt schon geiler als ein 16. am Ende. Und Alonso hat den Schumacher da, ihr seht es ja im Rückspiegel. Übrigens, ich habe auch gar keine Tastenbelegung, um nach hinten zu gucken, also separat. Das habe ich echt mal weggemacht. Weniger als eine Sekunde. Och, die fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,9,6. Das habe ich dementsprechend weggemacht, weil ich das zu oft benutzt habe, ist mir aufgefallen. Also auch in den alten Teilen. Und dadurch macht man dann zu viele Fehler. Oder hat halt woanders seine Konzentration kurz und das nicht so gut. Und ihr seht, wie anders der Alpine ist als der Haas. Ja. Er ist neben mir. Mal gucken, ob er mich überholt. Ah, ich habe DRS. Ich habe DRS. Geiles Duell hier gegen Alonso. Jetzt bin ich meinerseits innen. Oh, Alonso ist außen, auch hier. Ich lasse ihn den Platz. Alles fair gelaufen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,7 Sekunden. Wann ist unser nächster Boxenstopp? Ah, habe ich jetzt verpasst. 25. Runde. Dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Schumacher ist wieder vor Alonso, sehr schön. Hoppala. Oh. Wegen der Reifen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Alles okay. Platz 12 aktuell, weil natürlich der ein oder andere in der Box war. Ist aber schon schön, wie man sich wirklich auch die ganze Zeit verteidigen kann. Das macht Spaß, auch wenn man weiß, dass man klar der Langsamere ist.
Ich finde Ricciardos Strategie ganz komisch. Startet auf Hard, geht sehr, sehr früh in die Box, jetzt auf Mediums gewesen, wieder in der Box. Ganz, ganz komische Strategie bei Ricciardo. Aber nun gut, soll mir egal sein. Teamkollege in der Box. Luca kommt an die Box. Luca an der Box. Oh, Raikön jetzt hinter mir und Sainz. Sind Schumacher und Alonso in der Box? Ja, dann machen die einen Undercut wahrscheinlich, ne? Boah, Raikönen, ja. Bringt ja nichts. Gegen Raikön bringt nichts, der ist viel zu schnell. Ebenso wie bei Sainz. Ich meine, ich muss ihn jetzt nicht vorbeilassen, aber wenn er mich gleich überholt, dann ist es okay. Ja, keine Gegenwehr. Wäre unnötig. Wäre einfach nur unnötig. Ihr seht es ja auch, wie die davonziehen. Das heißt, wieder Schumacher und Alonso hinter uns. Mal gucken, ob die auch auf weich wechseln. Also auf soft. Oder ob die doch wieder medium nehmen. Oh, Schumacher in der Box. Okay. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Sainz hat da Raikön überholt. Ich brauche jetzt eine ganz schnelle In-Lap. Jetzt muss ich wirklich Power geben. Sainz und Raikön kämpfen, wir können uns das angucken. Oh, die fighten Kurve um Kurve, ist das geil. Sainz hat gewonnen. Hat auch die besseren Reifen. Okay, Alonso macht noch eine Runde. Jetzt ist halt die Frage, schafft Alonso so eine schnelle In-Lap gleich, dass der seinerseits vor uns bleibt, wenn er nochmal in der Box geht? Oder sind wir mit Rot auf dieser einen Runde noch schneller? Frage auch vor oder hinter Schumacher, wo kommen wir raus? 2,2, schöner Boxenstopp. Komm, vor Schumacher. Oh, Schumacher ist jetzt genau da, Kopf an Kopf, und er ist vor uns. Er ist vor uns. Okay. Schumacher vor uns, aber wir haben andere Strategie. Er ist auf Mediums. Und der Bug ist wieder da. Ich kann die Power nicht ausschalten. Ist das nervig. Ich kann die Power wieder nicht ausschalten. So nervig, ne? Das ist so nervig, dass ich die jetzt wieder nicht ausschalten kann. Das muss Codemasters dringend fixen. Also ganz dringend. Ich habe jetzt die viel besseren Reifen, zumindest die ersten 5-6 Runden. Gelbe Flagge. Irgendwo ist eine gelbe Flagge. Grüne Flagge, grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Boah, ich komme so viel besser hier raus. Na, nicht hier vielleicht, aber... Jetzt komme ich hier viel, viel besser raus. Alonso war in der Box. Oh, er drückt mich ein bisschen ins Gras, aber das ist egal. Schön, vorbei. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 18,7 Sekunden. Und Alonso ist ganz schön weit weggefallen, ne? Wo ist denn Alonso bitte? Der ist irgendwo ganz, ganz nach hinten gefallen. Also Platz 14 wäre ideal. Das wäre das maximale Ergebnis. Das ist sogar mehr als das Maximum eigentlich. Okay, schlechte Neuigkeiten zum Getriebe. Das Team versucht alles, was ihnen einfällt, aber sie sind nicht sehr zuversichtlich. Bleib einfach dran. Gib dein Bestes. Mehr können wir nicht verlangen. Super, der fünfte Gang geht nicht mehr.
Weitere technische Probleme hier bei uns. Ihr seht es hier, vierter Gang und dann sechster. Ja, Getriebe bei 78%, na super. Boah, schwierig jetzt. Jetzt sind es doch nicht wirklich die technischen Probleme, die uns hier wieder was kosten, oder? Schumacher ist dran. Boah. Ist das bitter. Das ist so nervig, ne? Erstens dieser Power-Scheiß, den ich nicht regulieren kann. Und dann, dass der fünfte Gang jetzt nicht geht. Krieg die Scheiße doch bitte geregelt, Mann. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Ich hole mir dich wieder, Schumi. Boah, enges Ding. Sehr, sehr enges Duell. Jetzt ist er wiederum innen. Nein. Ich konnte noch die Tür zumachen. Also in diesem Rennen ist sehr, sehr viel Action. Und jetzt mal irgendwie... Der fünfte Gang geht wieder. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 20,2 Sekunden. Oh, der fünfte Gang geht wieder. Gott sei Dank. Nur kurze Aussetzer gehabt. Jetzt schnell wegfahren, so gut es geht. Oh, gleich werden wir schon überrundet. Auch interessant. Hoppala, das war ein bisschen schlecht gefahren. Blaue Flagge, blaue Flagge. Sechs Runden noch, Leute, sechs Runden noch. Blaue Flagge. Da werden wir überrundet, werden nur noch fünf. Hinter dir Platz zum Überholen. Ja, der Red Bull ist gleich dran, dann darf er auch vorbei, kein Problem. Schumacher hat 2,5 Sekunden hinter mir, der hat echt verloren. Na komm, überhol mich. Schön. Dann habe ich gleich DRS. Weil mir das nicht viel bringt, weil da gleich der Mercedes hinter mir ist. Ja, komm. Ich werde mich ja nicht wehren. Okay, Schumacher ist gleich wieder hinten dran. Bottas ist einfach immer besser als Hamilton. Das ist auch so verwirrend eigentlich, ne? In diesem Game. Schumacher hat auch nur eine halbe Sekunde hinter mir, also doch nicht so viel gewonnen. Reifen sind noch voll okay, muss man sagen. Ich komme wieder weg von Schumacher und ich kann dann mit Hamilton kurz mithalten. Dann kriege ich vielleicht nochmal DRS. Das wäre cool. Weil Schumacher hinter mir hat auch DRS. Yes. Sehr gut. Der Abstand zum Auto vor uns beträgt 22,0 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,3 Sekunden. Ah, es ist nur eine halbe Sekunde, die Schumacher weg ist. Ne? Das ist so ein Fight zwischen uns beiden. Rundenlang.
Mega geil sowas. Oh, der Mercedes vorne kommt fast schon am Verstappen ran. Bottas ist kurz davor, wirklich Verstappen zu überholen. Schade, dass wir nicht ein bisschen näher dran sind, dann könnten wir uns das von ganz nah angucken. Oh, nein, nicht dieser Verbremser. Das könnte übel sein. Na gut, ging noch. Ging noch. Übrigens, George Russell, der ist gar keine Gefahr. Der ist ganze Zeit, der war 9 Sekunden hinter uns, inzwischen über 10. Also, obwohl wir den schlechteren Wagen haben, die Williams sind für uns gar kein Problem. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,3 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 18. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 8,8. Okay, es sind noch 2 Runden. 2, 3? Eine Runde auf jeden Fall weniger. Boah, ja, also nicht. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ah, die beiden da vorne kämpfen, man sieht es noch so ein bisschen, aber ich muss mich auf Schumacher hinten konzentrieren. Er ist wirklich versucht innen, der versucht reinzustechen. Das war ein gewagtes Manöver. Das war gewagt. Der gibt echt alles. Aber ich gebe auch alles. Ich verteidige mich so gut es geht. Schön rausgekommen. Ja, ordentlich nochmal Vorsprung hier rausgeholt. Nur ein kleines bisschen. Okay, blaue Flagge. Schumacher lässt da jemanden gerade durch. Den zweiten Red Bull des Perez. Der versucht sich da jetzt natürlich hinten ranzuhängen, um mich vielleicht dann so zu überholen. Der Rest lasse ich dann natürlich durch. Oh, Schumacher kann das vielleicht sogar ausnutzen. Das ist eben das Ding, wenn du außen versuchst zu überholen. Wir gehen gleich in die letzte Runde. Wir haben ja eine Runde weniger zu fahren. Was ein Fight hier gegen Schumi. Gegen Mick Schumacher. Was ein geiler Rookie-Fight. Bestes Ende für uns oder für Schumacher? Schade, dass wir in der letzten Folge Ocon so nicht hinter uns hätten halten können. Okay. Letzte Runde für uns gleich. Offiziell letzte Runde für uns. Was versucht Schumacher noch? Oh, der ist aggressiv, der ist da. Mark 13. Der wird es nochmal versuchen. Ich werde aber Kampflinie fahren. Ich fahre Kampflinie. Ist er jetzt echt schon wieder? Ich lasse mich doch nicht wieder in der letzten Runde überholen. Brechstangen wieder. Kannst du dir zurückholen? Oh, was ein Duell. Ja, ich habe dafür DRS jetzt. Ich habe DRS. Ich habe jetzt hier DRS. Was ein Duell. Rad an Rad. Wir sind vorne etwas spät gebremst. Er ist jetzt in. Er ist jetzt neben mir. Er ist neben mir. Kommen wir mit dem Benzin noch raus. Oh. Das gibt's nicht schon wieder die letzte Runde oder was? Ah, die Reifen jetzt auch. Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Ey, diese verdammte letzte Runde. Er hat es Schumacher echt noch geschafft. Keine Chance mehr ranzukommen. Glückwunsch an Schumacher, richtig stark gemacht. Warum ist denn das jetzt schon die letzte Runde? Ohne die Überrundung hätte ich ihn vielleicht noch. Trotzdem geiles Rennen, viel Action. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Respekt an Schumacher, wirklich Respekt. Das war ein geiles Duell. Faires, geiles, hartes Duell. F1 2021 ist so ein geiles Spiel, Leute. Das macht so Bock. Das macht so Bock. Wahnsinn. Puh. Geil. Ich bin auch froh, dass ich ohne Schaden und nichts dieses Rennen gut überstanden habe. Bottas hat echt noch Verstappen geholt. Ein echter Teamsieg. Crazy. Ausgezeichneten Leistung. Oh, ich muss was trinken. Ganz, ganz dringend.
Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Ich mach kurz das Thumbnail. So, da sind wir wieder zurück. Wir gucken nämlich kurz mal auf die Fahrerwertung. Und hier sehen wir Valtteri Bottas richtig, richtig stark mit 133 Punkten, gefolgt von Lewis Hamilton. Dann Perez, Norris, Verstappen, Leclerc und Co. Ihr seht ja, Alfa Romeo hat keine Punkte geholt, wir ebenfalls nicht. Die Williams und die Haas-Piloten auch nicht. Dementsprechend die Konstrukteursmeisterschaft ist Alpha vor uns, einfach aufgrund dessen, dass sie mal eine bessere Platzierung hatten. Welchen Le Castellet nicht abgeflogen, hätte ich mit 11 natürlich die beste Platzierung. Schade. Aber mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz mal weiter. Vielleicht gibt es ja noch Interview, sonstige Sachen. Vielleicht gibt es ja auch die Updates. Interview erstmal. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Wenn es um die reine Leistung geht, kann niemand mit uns bla. Wir machen das mit dem Grip. Für die Aerodynamikabteilung. Was ist Ihr Geheimnis? Es gibt kein Geheimnis. Ich habe ein großartiges Team und einen tollen Wagen. Das passt. Was denken Sie über die Leistung dieses Teams in dieser Saison? Habe ich nichts zu sagen. Sie hatten einen kleinen Zusammenstoß. Wer trägt die Schuld daran? Keiner hatte Schuld. Wir sind beide sehr gut Fahrer. So etwas passiert manchmal. Das ist die beste Antwort. Klasse. Das war dann alles. So, wir gucken gleich mal, ob die Updates schon da sind für das nächste Rennen oder ob es doch noch ein bisschen dauert. Hier gegen Mazepin in der Rivalität, wie sieht's da aus? Ach, ja, habe ich jetzt nicht ganz gesehen. Naja. Wir gucken mal. Gleich hier im Hauptquartier war schon das 8. Rennen, ne? Krass. Es geht echt schnell voran, muss ich sagen. Irgendwas ist nicht... warte... Okay, aber irgendein Upgrade ist ja nicht durchgegangen irgendwie. Oder? Bin ich gerade doof? Da komme ich einige Updates auf uns zu, ne? Aktivitäten, Rennsimulation auf jeden Fall. Ja. Zack. Zack. Dann würde ich mal sagen, abgenutzte Komponenten. Auch natürlich ganz wichtig. Das machen wir auch kurz. Am Fahrzeug. Wobei, das würde ich nach den Trainings erst machen. Die kann man dann ja trotzdem austauschen. Wir können nämlich nochmal weiter gucken, was Updates angeht. 20. Juli wäre das fertig. Das hier 28. Juli, okay. Auch 20. Juli. Zack, machen wir doch mal. Zack, das passt dann. Entwicklung im Gange, okay. Auch im Gange. Abteilung ausgelastet, okay. 4. August erst, uff. 25. Juli, zack. Strapazierfähigkeit. So. Sehr schön, das passt dann alles. Dann gucken wir mal jetzt, ob die ganzen Updates durchgehen. Hoffentlich geht jetzt alles durch. Das wäre jetzt wirklich wichtig. Heute sollten eigentlich die neuen Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Ist nicht... Am 20. Juli kommt das dann erst, okay, etwas verspätet. Schade. Sehr, sehr schade. Aber dann ist das halt erstmal so. Dann kommt ein Update erst nach dem Großbritannien Grand Prix. Bitter. Das hat alles geklappt. Sehr schön. Okay. Dann können wir ja, wir springen mal kurz einfach zum Rennwochenende. Ist ja egal, ich nehme euch nur mit. Denn dann will ich euch nämlich zeigen, wie die Entwicklung ist. Also wo wir dann stehen jetzt entwicklungstechnisch. Leider dieses eine Update, dieses etwas größere, ist fehlgeschlagen. Aber wir gucken kurz, wo sind wir? Entwicklungsupdates, ja. Eins ist leider gescheitert. Aber, und ihr seht, wir sind ganz, ganz nah an dem Haas. Ja, wenn unser anderes Update gekommen wäre, wären wir wieder wahrscheinlich über den Haas. Also so knapp an den Haas dran. Williams haben wir überholt. Alpha ist auch nicht mehr so weit weg.
Das sieht also gut aus. Ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall damit. Das war's dann auch erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Euer Veloce meldet sich fürs Erste ab. Und vergisst nicht zu abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und bye bye.